Liebe Bürgerinnen und Bürger, guten Abend. Dieser Bahnhof wird nicht gebaut, muss es heißen. Dieser Bahnhof wird nicht gebaut. Dieser Bahnhof wird nicht gebaut. Dieser Bahnhof wird nicht gebaut. Ja, das hat sich. Umbleiben, Köpfe zeigen. Guten Abend. Und wir sind diese Tage noch ganz schön beieinander. Zunächst muss ich sagen, es gab ja diesen einen Prozess, den man im Volksmund den Busengrapfenprozess nennt. Ihr wisst es vielleicht, jemand hat einen Backen gemacht und dieser jemand steht morgen vor dem Landgericht, auch auf Drängen von unserem Spezialfreund. Und dieser jemand hat morgen seinen Prozess, nämlich der Detlef Zazuma, morgen um 11.30 Uhr vom Landgericht. Das wollte ich euch sagen, das ist ja nicht die, sondern die Infos, vielleicht geht ihr ja alle morgen vor das Landgericht. Nein, nicht alle, aber die Hälfte. Liebe Bürgerinnen und Bürger, was Sie jetzt hören, ist, das sind zum Teil steht schon auf den gelben Zettel, aber wenn man das so schnell macht, geht es ja nicht anders. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Waren kauft, sie kauft den britischen Konkurrenten, sie kauft in Polen, sie kauft in Rumänien, sie kauft Fachleute und Experten, je nach dem Hundereden, und sie kauft Meinungen. Da steht sie in nichts der Industrie nach. Wenn irgendwo ein Park gerodet wird oder Erdgas im Naturschutzgebiet gefunden wird, wenn es gilt, die Pipelines durch die Antarktis zu ziehen oder die Aale zu vertreiben, wenn Hochgeschwindigkeitstrassen durch die Grüne Au oder Autostraßen durch die alten Wälder Amazoniens geschlagen werden, dann geht es nur um eins, um Geld, um Profit, um maximale Profite und alles, was im Weg steht, wird niedergebracht. In Südamerika sind es bezahlte Kinder, die den Widerstand brechen, die Morden und Brandschatzen durchs Land ziehen und die Leute vertreiben und diejenigen, die eine andere Meinung haben, einfach umbringen. In den Metropolen, in den Hauptstädten der Welt wird das eleganter gelöst. Da werden Abgeordnete, Senatoren oder gleich ganze Regierungen gekauft, erpresst, fertig gemacht oder abgesetzt, wenn sie nicht spuren. Im Vorfeld dieser mehr oder weniger ausgedüfteten Methoden stehen Marketing-Kuren wie etwa Fred Singer in den USA, um einen Auftrag der Tabakkonzerne zu beweisen, dass Raucherbeine durch Achsenschweiß entstehen. Oder dass die bescheidene Gesundheitsreform von Barack Obama den Untergang des Abendlands bedeutet oder puren Sozialismus nach Nordamerika bringt. Ist gleich besser. Oder aber, dass Menestrelpulver für die kleinen schwarzen Babys gesünder ist als die Milch ihrer Mütter. Immer wenn es ums Geld geht, ist die andere Sache gesünder. Ein andermal wieder belegen Sie als nützliche Idioten oder den Weltmarkt beherrschenden Konzerne, dass der Klimawandel eine Erfindung von Rudolf Steiner ist. Und dass wir auch bitte ganz beruhigt weitermachen sollen wie bisher. Rauchen, fressen, rauchen, viel mit dem Auto fahren, fliegen, Bäume abholzen und die Natur kaputt machen. Und den Rest der bunten Sonne überlassen. Die regelt praktisch alles vollautomatisch. Käfer, Rubel, Herrenknecht und Co. KG reiben sich die Hände. Wunderbar auf diesen Punkt gebracht hat das vor einigen Tagen der Journalist Frank Markus Barwasser, auch so ein Gegner von Stuttgart 21, der hier schon geredet hat. Ein kluger Mann und Kabarettist, Erwin Pelzig. Pelzig hält sich, hat als Politikwissenschaftler in der ZDF-Sendung am 4.12. saumäßig und kräftig auf die Pauke gehauen. Nachschauen mit dem Mund im Internet unter ZDF und Pelzig findet ihr alles. Für die gelben Herrenknechte, liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger, ist es wichtig, die Folgen des Klimawandels zu verschleiern und die Ursachen und dem schneller, weiter, besser, größer und höher das Wort zu reden.
wie die Bahn. Stuttgart 21 ist ja aus unserer Sicht nicht nur strunzgefährlich, weil da Milliarden kaputt gehauen werden, weil 300 Bäume sterben mussten, weil Grund- und Mineralwasser gefährdet sind. Stuttgart 21 ist auch aus diesem Grunde strunzgefährlich, weil die Bebauung der Gleisflächen, so jedenfalls der erste Stadtklimatologe, die Zirkulation der kalten und der warmen Luft in das eh hochbelastete Innenstadtklima einfließen lassen wird und behindert und die Temperatur in Stuttgart noch weiter ansteigen lassen würde. Ein Argument übrigens, dass sich auch die Fraktionen, auch unsere Fraktionen im Gemeinderat mal etwas genauer anschauen sollen. Aber, ihr Lieben, morgen am Mittwoch kommt der Weihnachtsmann. Aber wo ist unser Weihnachtsgeschenk? Wird man der Bürgerbewegung einen Käfer in die Edeltanne legen oder unter die Edeltanne und einfach weiterbauen? Die Frage, wer denn die immer noch verschleierten Mehrkosten tragen wird, ist höchst naiv, denn die Antwort steht längst fest. Sie, ihr, ich, die Bevölkerung, niemand sonst. Ob das nun über die Bahn läuft oder über das Rathaus oder den Landtag oder ob da eine Ramsau noch was dazu gibt oder die EU. Es ist immer unser, euer Geld, das da verbraten und vernichtet wird. Die gekauften und freiwilligen Blindgänger der Geldkaputtmacher sorgen dieser Tage auch dafür, dass beim Thema Sprengsatzkostendeckel erst einmal nur von etwa 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden die Rede ist, wenn es um Mehrkosten geht. Das wird geschrieben und jeder, auch viele von uns, freuen sich und sagt ganz munter nach. Wie schön, eine neue Zahl unterm Tannenbaum. Wahr ist, was nicht gesagt wird, aber was dennoch die meisten von Ihnen und von euch wissen. Die Mehrkosten bei öffentlichen Projekten verteuern sich meistens um 30, 40 und 50%. Das heißt dann aber nicht 4 Milliarden, sondern eben 8 Milliarden. Und das ist ein ganz großer Batzen Geld. Dann sagt man noch, du wolle Baue, komm in Stuttgart, gute Lohn. 2 Euro Stunde. Alles Schwarz. So viel Geld lässt man einfach nicht links liegen. Klar, die Sonne, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sonne wird es nicht richten. Sie ist auch nicht daran schuld. Wir müssen nach wie vor, die alle, nach wie vor selbst Druck machen. Auf der Straße und oben bleiben und zwischendurch auf Einsicht und das baldige Ende von Stuttgart 21 hoffen. Und diese Hoffnung ist gewiss nicht unbegründet. Vielleicht kauft aber auch jemand in der Weihnachtszeit die Schulden zurück, wie man das bei den Banken macht. In Griechenland. Ich kaufe nicht zurück. Bevor ich von hier weggehe, noch ein ganz kurzer Gruß. Nach oben ans Theaterhaus, wo heute einer von uns, einer der viele Jahre lang auch hier mitgestanden ist, heute seinen 80. feiert. 20 Jahre jünger als ich, wie ihr wisst. Peter Conradi. Ein herzlicher Gruß von hier, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, aber ein herzlicher Gruß an Peter Conradi und die Glückwünsche von uns. Nicht nur, dass wir bewegte Menschen sind, die hier auf der Straße stehen, die immer wieder und immer noch protestieren und nicht gegen, sondern wir sind für. Wir sind für eine echte Zukunft, für ein Miteinander und vernünftige Projekte. Auch ein großes Projekt kann man vernünftig planen und man kann es auch ehrlich mit den Bürgern angehen. Und deshalb, egal was der Verkehrsausschuss bei seiner Tagung da entscheidet, wir werden dranbleiben. Sollten wir es nicht beenden, so lange auf die Straße gehen, bis dieses Projekt Stuttgart 21 beendet ist. Punkt.
Und damit wir nochmal mit Folk und Latin und wie heißt das noch, Balkan-Pop, ein bisschen auf die gute Laune und dieses Ziel hin anspielen, nochmal für uns der Auftakt.